Filmreihe über die Schmalspurbahnen in der Tschechischen Republik zeigt neben den letzten beiden öffentlichen Bahnen hauptsächlich die letzten schmalspurigen Feld- und Werkbahnen. Der vorliegende Film soll einen Überblick über die in den letzten Jahren noch existierenden Bahnen geben. Über einen Zeitraum von 15 Jahren besuchten wir dafür, oft sogar mehrmals, 17 Betriebe aus unterschiedlichen Industriezweigen. Die ersten Aufnahmen entstanden 1996 bei der Spolchemie Ústí nad Labem. Die im Jahre 1857 gegründete Gesellschaft für chemische und metallurgische Produktion in Aussig an der Elbe wurde 1884 von der Solvay AG übernommen und ist heute eine der ältesten chemischen Fabriken Europas. Die elektrische schmalspurige Werkbahn wurde von 1908 bis 1910 mit einer Spurweite von 565 mm gebaut. Gefahren wurde mit einer Gleichspannung von 220 Volt. Dafür war eine Fahrleitung in 3,3 bis 5 Metern Höhe gespannt worden. 1961 begann man, über die schrittweise Stilllegung der Bahn nachzudenken. Zu dieser Zeit gab es immerhin 20 Kilometer Gleise, davon 18 mit Fahrleitung. 25 Lokomotiven, 249 Kipploren, 129 große und 154 kleine Plattformwagen, zwei Kesselwagen und ein Schneepflug standen zur Verfügung. Bei unserem Besuch war die TLD 10 Nummer T25 aus dem Jahre 1954 im Einsatz. »1996 waren noch 4 elektrische Lokomotiven TLD-10, 3 elektrische Lokomotiven TLD-6,5 und die Diesellok DH-30D0 vorhanden. Von einstmals 23 Kilometern Gleisen waren noch etwa 4 Kilometer in Betrieb, davon wenige 100 Meter mit Fahrleitung. Hier wurde der bei der Herstellung von Fluorwasserstoffsäure anfallende Gips mit der Bahn abtransportiert.« Im weiten Bogen fahrend gewann man die Höhe, um zu der im Hintergrund zu sehenden Sturzbühne zu gelangen. Dann konnten die Loren zur Entladung geschoben werden. Thank you.
Die kleine Diesellok wurde gestartet und stellte uns einige der nicht mehr einsatzfähigen Lokomotiven in eine günstige Fotoposition. Lok Nummer 31 wird neben die T27 und T25 geschoben. Abgestellt waren auch die T28 und die T32. Vor der kleinen Werkstatt stand die von Siemens und Schuckert gebaute Lok Nummer 8 und hinter der Arbeitsgrube ein kleiner Radschlepper. Diese Grubendiesellok DH30D0 hatte man 1989 beschafft, um die noch vorhandenen Teile des Gleisnetzes, bei dem die Fahrleitung bereits abgebaut war, weiter nutzen zu können. Obwohl man uns 1996 versicherte, dass die Bahn kurz nach unserem Besuch eingestellt werden sollte, fuhr sie noch weitere 10 Jahre. Zuletzt wurde der Gips nicht mehr über eine Sturzbühne verladen, sondern mit Absetzmulden auf Plattformwagen abtransportiert, die dann direkt von LKW übernommen wurden. Auf dem Werksgelände sind heute diese DH30D0 und die T25 als Denkmal aufgestellt. Der erste Film über tschechische Schmalspurbahnen zeigte die 2002 eingestellte 900 mm Werkbahn im Tagebau Sokolov. Ausführlich wurde vor allem der elektrische Betrieb vorgestellt. Regelmäßig wurde jedoch der normale Betrieb mit den Kohle- und Abraumzügen für einen Tag eingestellt. Dann rollten die Gleisbau- und Schotterzüge für die 25 zweiachsige Diesellokomotiven der Baureihe T29-0 bereitstanden.
In Svatava belädt ein Elektrobagger der Firma Škoda einen Schotterzug. Wir begleiteten den Zug bis zur Grube Jirji, wo Gleise nachgeschottert wurden. In der Hauptwerkstatt in Svatava konnten wir den beeindruckenden Kaltstart der 1984 in Kladno gebauten DH60 beobachten. Das Sanatorium in Frantjiškovi Lasné baut im nahegelegenen Moor mit einem kleinen Eimerkettenbagger Torf für Heilbehandlungen ab.
Mit einer 600 mm Feldbahn wird der Torf dann zum Sanatorium transportiert. Diese BN30R wurde 1959 im Werk Radot-Jin mit der Fabriknummer 005 gebaut. 2001 machte sie auf dem Gelände des Sanatoriums eine Probefahrt. Leider war bei allen vier Besuchen die Bahn nicht in Betrieb. Mal hatte wochenlanger Regen die Gleise im Schlamm versinken lassen, mal war der Bagger defekt oder man hatte die einzige Lok für Wartungsarbeiten zerlegt. Bis 2010 hatten Lok und Loren einen neuen Anstrich erhalten. Der Auspuff ging nun nach oben und auf dem Dach hatte man ein Signalhorn montiert. Leider konnte man auch diesmal die Funktionstüchtigkeit der Bahn nur auf dem Hof demonstrieren. Es gab auch eine originale MD2 von Ohrenstein und Koppel. Sie wurde von einem privaten Sammler erworben und wartete hier 2008 auf den Abtransport. Im böhmischen Vogtland, nahe der deutschen Grenze, betreibt die Firma Kemac Kalna eine der letzten traditionellen Feldbahnen der Tschechischen Republik. Unser erster Besuch bei Kemat im Jahr 2000 war wohl der eigentliche Beginn der Arbeiten zu diesem Film. Beginnen wir den Besuch in der Grube Nova Ves. Mit der Lok 11 werden die beladenen Loren zu einer Übergabestelle am Rand der Grube gebracht. Lok 15 übernimmt dann als Streckenlok die Beförderung zum Zwischenlager in Katežina.
In Katerzyna gibt es neben dem Lokschuppen und einer Werkstatt auch überdachte Abstellgleise für die geschützte Zwischenlagerung und die erste Trocknung des Tons. Heute wird der Ton zum größten Teil in Wonschow aufbereitet. Mit der Feldbahn angeliefert, wird in einem Drehrohrofen getrocknet, in Silos gelagert und per LKW abtransportiert. Einen ausführlichen Bericht finden Sie im Film EV315, die Feldbahn der Firma Kemats Kalnar. Das Sägewerk in Turnow liegt unmittelbar am Rande der Altstadt. 2003 ratterte hier auf dem 600-mm-Gleis noch eine BN-15R über die ca. 30 Meter lange Verbindung vom Lagerplatz über den Vorplatz bis zur Gattersäge in der kleinen Werkhalle. Mit einem Frontlader wurden meist drei Baumstämme auf den kleinen Plattformwagen abgelegt. Thank you.
Die Weichen zu zwei weiteren Gleisen hatte man wohl bei der Neupflasterung des Vorplatzes ausgebaut. Die Gleise sind noch vorhanden und werden auch genutzt. Von Hand werden Wagen aus der Halle geschoben, um das darauf befindliche fertiggeschnittene Holz auf Lkw zu verladen. Um die Belästigung der nahen Altstadt mit Lärm und Abgasen zu reduzieren, ersetzte man die Diesellok mit einer Akkulok Metallist B345. Sie wurde vom Betrieb für Bergbauausrüstungen in Aue gebaut und kam von einer Urangrube in Schiebram nach Turnow. Für den oberirdischen Betrieb hatte man das Dach der Grubenlok nach oben aufgebogen. Statt des Plattformwagens setzte man 2007 zwei kleine Rollböcke für den Transport der Stämme ein. Ansonsten war der betriebliche Ablauf unverändert. Das Abladen erfolgte dann manuell mit Wendehaken, unmittelbar auf ein Kettenförderband neben der Gattersäge. Eine Gattersäge dient dem Aufsägen von Rundholz. Dazu wurden hier die Stämme einzeln eingespannt und durch das Gatter geschoben. Anzahl und Abstand der Sägeblätter können dabei entsprechend den Abmessungen der herzustellenden Bretter variiert werden. Ja, danke schön. Bereits 1337 wurde die erste Papiermühle in Biela pod Bezdecem urkundlich erwähnt. 1880 eröffnete man die Papierfabrik, die heute vor allem Kartonagen für die unterschiedlichsten Verpackungen herstellt.
Der für die Papierherstellung benötigte Dampf, zum Beispiel beim Trocknen der Papierbahnen, wird in einem eigenen Kesselhaus erzeugt. Eine 600-mm-Bahn dient dem Abtransport der Asche. Diese Bahn hat eine große Fangemeinschaft, von denen aber auch einige gezielt angefüttert werden. Eine dieselhydraulische Grubenlok DH30D0 bringt drei mit Asche beladene Kipploren aus dem Gewölbe unter den Kesseln nach oben. Auf dem Hof der Fabrik werden drei weitere Loren angehängt. Entladen wird an einer Aschehalde auf dem Werksgelände. Mit einem riesigen Holzhammer wird die fest anhaftende letzte Ascheschicht losgeklopft. Nachdem einige Loren auf dem Hof abgestellt wurden, fuhr der Zug in die Unterwelt des Kesselhauses.
Hier gab es noch eine BN-30R als Reservelok. Unter den Ascheabzügen standen die Kipploren. Steigen wir gleich noch einmal in den Untergrund. Diesmal in der tschechischen Hauptstadt Prag. Auf dem Pflaster vor der Zentrale ist der Zugang zu einem Lastenaufzug gelb markiert. Von dieser Zentrale aus betreibt die Firma Kolektori Praha ein 90 Kilometer langes System aus Tunneln und Röhren mit einer lichten Weite von 1,9 bis 4,5 Metern. Darin verlaufen alle Versorgungsleitungen und können nun ohne Störungen des Oberflächenverkehrs gewartet und repariert werden. Auch unter der Altstadt wurden 17 Kilometer Tunnel in einer Tiefe von bis zu 45 Metern gebaut. Hier gibt es sogar eine 600 mm Bahn für die Materialtransporte, die wir für unseren Film besucht haben. Hier am unteren Ende des Lastenaufzugs sind auch einige Spezialwaggons abgestellt. Neben Hunden und einem Kranwagen ist ein Waggon zum Abrollen von Kabeltrommeln besonders interessant. Mit einer Akkulok Metallist B346 vom BBA in Aue und einem Mannschaftswagen wollen wir die Prager Unterwelt bereisen. Immer wieder zweigen weitere Stollen ab, die auch von der Bahn befahren werden können. Beiderseits des Gleises verlaufen an den Tunnelwänden Hochspannungskabel, Wasser- und Abwasserleitungen, Dampf- und Gasleitungen sowie konventionelle und Glasfaserkabel für die Telekommunikation. Thank you.
Nicht weit von Prag entfernt gab es ein ausgedehntes 650 mm Industriebahnnetz. 2003 hatte uns das Stahlwerk Kraluft-Wur eingeladen, den verbliebenen Teil zu besichtigen. Erst vor Ort informierte man uns, dass man Betriebsferien hatte und die Loks weggeschlossen waren. Nach über 2 Stunden fand sich dann der Schlüssel und wir konnten noch einen kurzen Blick auf die beiden BN60H aus dem Jahre 1966 und eine der DH120 werfen. Im Jahre 2008 besuchten wir die Ziegelei in Chassy. Die Feldbahn mit einer Spurweite von 580 mm verband die Ziegelei mit der Tongrube. Ein tunnelartig gemauerter Durchlass unter der Landstraße war eine Besonderheit der Bahn. Bevor man zur Tongrube fuhr, wurde Kohlengruß in die Loren gefüllt. Er soll beim Brennen das Gefüge der Ziegel auflockern. Nach etwa 400 Metern ist die Tongrube erreicht und der Lokführer wird wieder einmal zum Baggerführer. Die einzige Lok war eine BN30, deren Führerhaus an das Profil des Durchlasses angepasst worden war. Bei einer Hauptuntersuchung im Jahre 1998 hatte sie den Skoda-Motor eines Zetor-Traktors erhalten. Heute gibt es die Ziegelei nicht mehr. Die Lok ging 2010 an ein Touristikunternehmen. Entladen wurde auf ein Förderband, das den Ton zum Beschicker transportierte. Das Betonwerk Lidice nad Orlicí hat für den innerbetrieblichen Transport, hauptsächlich zur Verladestation am Bahnhof der tschechischen Staatsbahn, eine 710 mm Werkbahn.
Nur noch selten werden Betonteile über diese Holzbrücke zur Bahnverladung gebracht. Die meisten Transporte wurden inzwischen auf die Straße verlagert. Eingesetzt wird eine Lokomotive BN-30R, die 1961 in Radot-Jin gebaut wurde. Eine zweite Lokomotive hatte man in Einzelteile zerlegt, an der Verladestelle abgestellt. Das Sägewerk Samarsk betreibt wohl eine der ungewöhnlichsten Feldbahnen mit einer Spurweite von 740 mm. Das etwa 200 Meter lange Gleis ist von einer Kettenfahrleitung überspannt. Darauf verkehrt ein zweiachsiger Gütertriebwagen, dessen Plattform mit kurzen Kettenförderbändern ausgerüstet ist, um das Auf- und Abladen der Stämme zu erleichtern. Die angelieferten Stämme werden auf der anderen Gleisseite nach Holzart und Größe sortiert abgelegt. Es erfordert schon einen großen körperlichen Einsatz, um die Stämme mit dem Wendehaken zum endgültigen Lagerplatz zu rollen. Thank you.
In der Ziegelei Visoke Mytho trafen wir 2008 zunächst auf zwei ausgegleiste BN15R, die hier in einem Zustand irgendwo zwischen Betriebsreserve und Schrott abgestellt waren. Die dritte BN15R sah auch nicht besser aus, war aber unermüdlich auf den etwa 100 Metern Gleis zwischen der Tonhalde und dem Beschicker unterwegs. Auch hier wird vor dem Ton etwas Kohlengruß in die Loren gefüllt. Dafür gibt es eigentlich eine Vorrichtung mit einer Förderschnecke. Da sie aber gerade repariert wurde, kam hier ein Bagger zum Einsatz. Das Lagern auf der Zwischenhalde verringert den Aufwand bei der Aufbereitung des Tons. Hier kann er verwittern und Mikroorganismen lockern ihn auf. Am Ende hat er eine viel gleichmäßigere Struktur und Feuchtigkeit. Beim Befüllen der Loren wird der Bagger seitlich verfahren. Damit der Ton auch wirklich in die Loren gelangt, wird der Zug mit dem Bagger gekoppelt und von ihm mitgezogen. Hier versteht man, warum der Lokführer mit einer Feinstaubmaske arbeitet.
Beim ersten Besuch in der Betonfabrik Montras in Dolny Bzezinka Anfang 2005 zeigte man uns nur leere 600 mm Gleise. Am Schrottcontainer standen die Reste einer DH30D0. In der Werkstatt wurde jedoch gerade eine BN30 aufgearbeitet. So fuhren wir im Sommer noch einmal dorthin und konnten die 1951 in Vujcovcani gebaute Lok bei einigen Probefahrten beobachten. Groß war das Erstaunen, als bei einem weiteren Besuch 2010 noch eine zweite BN30 gleichen Ursprungs aus dem Schuppen rollte. In hervorragendem Zustand präsentierten sich die beiden BN30 vor der Kamera. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hatte Ohrenstein und Koppel in Prag-Vujcovcani Feldbahnloks der Baureihe MD2 gebaut. Von 1947 bis 1956 baute man die Lok nahezu unverändert weiter. Zunächst als MD2S, später als BN30 wurde diese 30 PS-Lok zu einer Standard-Lok bei den tschechischen Feldbahnen und ist dort bis heute noch im Einsatz anzutreffen.
In der südböhmischen Holzfabrik in Soberslav werden Eisenbahnschwellen und Holzmasten hergestellt. Die Gleise mit der ungewöhnlichen Spurweite von 980 mm verlaufen über einen Kilometer fast ohne Weichen parallel durch das Werksgelände. Dafür gibt es aber auf beiden Seiten der Holzbearbeitung und Imprägnierung Schiebebühnen. 2002 war man an der südlichen Schiebebühne damit beschäftigt, Holzmasten aus der Trockenkammer zu holen. Die Lok vom Typ DNH I734 wurde 1993 in Linik nad Rorom gebaut. Sie hat auf beiden Seiten große Schilde, um die Plattformwagen mit den Rund- oder Kanthölzern zu schieben. Um die Wagen zu ziehen, hängt man ein Stahlseil seitlich am Schild ein, denn die Lok hat keine Kupplungen. Diese BN30R wurde 1961 mit der Fabriknummer 40105 in Radodjin für eine Spurweite von 600 mm gebaut und später für Soberslav umgespurt. Heute fährt sie wieder auf 600 mm im Museum in Mladejov. Unter einem Vordach war diese frisch aufgearbeitete Lok der Firma Gali Svolen abgestellt. An der nördlichen Schiebebühne rangierte man 2010 Kanthölzer zur Trocknung und Imprägnierung. Mit einer Seilwinde werden die Wagen auf die Schiebebühne gezogen. Die auf einem Gleisstumpf wartende Lok schiebt sie dann auf das richtige Gleis.
Als man in der Umgebung von Slough geeigneten Ton fand, eröffnete man hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Schamottefabrik. Heute gehört die Fabrik in Slough zur Schiedl-Gruppe, die moderne Schornstein- und Kaminsysteme herstellt. 1885 eröffnete man eine 2,2 Kilometer lange Feldbahn zwischen der Grube Blany und der Fabrik. Bis 1951 verkehrten Dampfloks auf dieser 700 mm Bahn. Dann übernahm man zwei Deutz-Lokomotiven des Typs A6M 517G und drei 1950 in Radodjin gebaute BNE 25. Bei unserem ersten Besuch 2002 war die 1941 in Köln mit der Fabriknummer 42919 gebaute Deutz-Lok als Streckenlok unterwegs. Sie fuhr den einzigen Zug des Tages, der aber immerhin aus 40 Loren bestand. Die 1950 mit der Fabriknummer 609 in Radodjin gebaute BNE 25 rollte aus dem Schuppen und folgte dem Zug in die Grube. Hier übernahm sie den Zug und rangierte ihn zum Bagger. Bei der von nahezu allen Abdeckungen befreiten BNE 30 lässt sich das Prinzip der dieselelektrischen Kraftübertragung sehr gut erkennen. Über eine Kupplung treibt der Dieselmotor den Generator an. Ein freier Blick auf die Kohlebürsten zum Abgreifen der Fahrspannung und in den Klemmenkasten. Von hier verlaufen die Kabel zum Fahrmotor unter dem Führerhaus, der über eine Kette beide Achsen antreibt. Auch das Zuschalten des Fahrmotors wird durch den Lichtbogen an den wartungsfreundlich freiliegenden Schaltkontakten gut sichtbar.
Nach der Beladung zog die BNE 30 den Zug wieder in die Spitzkehre, wo die Deutz-Lok am anderen Ende angekuppelt wurde. Mit vereinten Kräften wurde dann der Zug aus der Grube gefahren. Durch ein Waldgebiet und an einem Fischteich entlang ging es zur Fabrik. Direkt an der Einfahrt zum Werksgelände wurde der Zug geteilt. Ein Umfahrungsgleis ermöglichte es, die Zugteile nacheinander in die verschiedenen Stände des Trockenschuppens zu rangieren. Thank you.
Nach 120 Jahren wurde am 13. September 2005 die Feldbahn stillgelegt und durch Lkw ersetzt. Um die Feldbahn im Werk 2 der Ziegelei Flachs-Hurdis in Hodonin zu besuchen, mussten wir uns zunächst im Werk 4 anmelden. Hier erwartete uns schon eine erste Überraschung. Auf dem Gelände der neu gebauten, modernen Ziegelei hatte man Teile eines Ringofens mit dem Schornstein erhalten und davor zwei Feldbahnzüge mit einer BN30R und einer BN30U aufgestellt. Im Werk 2 sahen wir zunächst eine weitere BN15R ausgegleist als Betriebsreserve. Die Entladung des Tons erfolgte etwas abseits vom Werk auf eine Bandanlage. Auf beide hier stationierten BN-15R aus dem Jahr 1967 hatte man ein flaches Führerhaus aufgebaut, das es ermöglichte, unter dem Eimerkettenbagger hindurchzufahren. In der Grube kamen drei Eimerkettenbagger zum Einsatz, von denen zwei den Ton auf Lkw verluden. Nur auf der untersten Ebene fuhr noch die Feldbahn. Nachdem die großen Betriebe der Stahlindustrie auf mehrfache Anfrage hin keinerlei Interesse zeigten, unseren Film zu unterstützen, war die freundliche Einladung und der darauffolgende Besuch im Stahlwerk Chinetz im Sommer 2011 ein weiterer Höhepunkt und zugleich ein würdiger Abschluss für die Arbeiten zu diesem Film. Heute hat man im Stahlwerk hauptsächlich die ca. 20 Kilometer regelspurigen Gleise für den innerbetrieblichen Transport. Von der 800 mm Schmalspurbahn, die einst das ganze Werksgelände erschlossen hatte, sind heute nur noch ca. 2 Kilometer, hauptsächlich im Bereich des Walzwerkes, vorhanden.
Bei den Rangierfahrten werden auch die Gleise der regelspurigen Werkbahn gekreuzt. Die beiden einsatzfähigen Loks sind funkferngesteuert, sodass im Einmannbetrieb rangiert und gefahren werden kann. Viele Werkhallen haben noch einen Gleisanschluss oder werden von der Bahn durchfahren. Hauptsächlich werden Rohblöcke auf Plattformwagen zum Walzwerk befördert. Thank you.
Nach Abschluss der Arbeiten stehen die beiden einsatzfähigen Dieselloks DH120 vor der kleinen Werkstatt. Die rote oder die blaue sind abwechselnd im Einsatz, während die andere gewartet wird. Die dritte vorhandene Lok, das Cabriolet, ist ohne Führerhaus abgestellt und dient der Ersatzteilgewinnung. Thank you.